Ja, ich musste mich tatsächlich von einem der Gegner angreifen lassen, dann wäre ich vom Honigschaden auch befreit worden. Ja, manchmal muss man mal ausstecken. Einstecken hier. Ausstecken. Einstecken. Aber gut. Haben wir jetzt erstmal das hier geschafft. Oh mein Gott. Uff. Meine Fräse. Warum muss es gleich so schwer werden hier? Okay, das ist ja auch ultra schwer. Ultimative Herausforderungen kommen erst noch. Ach, ja. Ich hoffe dann, dass ich stark genug sein werde für diese ultimativen Challenges. Wenn ich erstmal wirklich alle Fertigkeitenpunkte finden konnte, weil bevor ich mich also den stelle, muss ich erstmal wirklich noch offscreen alle Schatztruhen zusammenbekommen. So, aber vorher kommt jetzt diese ultraschwere Prüfung dran. Ja, 28 Gegner bezwingen. Junge, Junge. Oh, jetzt darf ich aber nicht vergessen, mal Mario die beste Waffe wieder auszurüsten. Erstmal so die Kampfzentrale. Er muss seine beste Waffe bei sich haben. Das war schon mal die nächste Goldwaffe. Sieht nicht schlecht aus, aber auch leider zu schwach. Aber es kommt noch, es kommt noch. So, jetzt gucken wir mal, wie gehen wir da am besten vor. 28 Gegner. Puh. Jetzt habe ich leider das Limit vom Zug nicht mehr gesehen, aber Donnerwetter, das ist ein schöner Haufen wieder mal. Aber kein Problem für uns, wir kriegen das schon auf die Reihe. Aber wenn, dann brauche ich wirklich wieder
Wie wär's mal mit Yoshi und Rabbit Mario? Ein Fernkampf-Spezialist und einer, der im Nahkampf abgeht wie ein Zäpfchen. Der brutal rangeht. Ja, die nächste Walküre natürlich. Die könnte ich gleich mit dem Hammer erledigen. Wenn ich schon dabei bin. Oder ich mache sie gleich so fertig. 8 Züge habe ich. Um sie alle zu erledigen. 28 Gegner. Das klingt schon ein bisschen krass. Hoffentlich wird das nicht zu krass für mich. Aber ich krieg da schon irgendwie hin. Muss ich hier irgendwie schaffen. Schon allein bei den schaurigen Grobianen. Ach, reicht meine normale Waffenstärke nicht aus. Gut, Rabbit Mario, gehe vielleicht jetzt nach oben und versuche hier diese Walküre platt zu machen. Da reicht ein Schuss und das war's. Sehr schön. So, Yoshi. Begib dich auch nach oben und erledigst diese hier. Oder... Ja, komm, er wird schon schaffen, ne? Und hinter der Röhre ist man ja fast schon sicher. Es sei denn, es gibt hier Cookie-Boos. So, woran ich jetzt beim besten Willen nicht glauben möchte. Ja, das ist doch nicht zu fassen. Geht wirklich nur bei ihr. Yes, Crit mit Tinte, das macht sie fertig. So, komm, versuchen jetzt abzuballern mit etwas Glück, sogar mit einem Sprung. Wow, nice. Das hat ihn fertig gemacht. So. Ich hoffe, der Wächter ist noch aktiv, der Mario. Ja, ja, komm nur her. Das war's. Tschüssi. Ja, er ist noch aktiv. Sehr schön. Der nächste Gegner geht down. Ah, Mist, natürlich kann ich mich nicht komplett verstecken vor denen. Ja, tauchen die nächsten auf. Was wäre, wenn die Gegner auf mich zukommen würden? Es bringt auch nicht viel, ne? Okay, ich könnte ihn wenigstens erledigen mit etwas Glück. Aber wenn es jetzt daneben geht, besser locke ich ihn zu mir. Ja, der Wächter, der wirkt auch so nicht. So brauche ich mich gar nicht bewegen und kann ihn jetzt einfach killen. Nice one. So, wenn die Gegner versuchen hochzukommen, kriegen sie gleich von mir eine kleine Begrüßung, dann, ja. Kann ich sie auch so erledigen. Aber zu vorsichtig darf ich jetzt auch nicht vorgehen. Aber auf jeden Fall auch nicht allzu aggressiv sollte ich sie auch nicht machen.
Vielleicht sollte sich Mario mal nach oben begeben und Rabbit Mario sollte unten am Boden lieber kämpfen. Weil das würde mehr Sinn ergeben. Weil er könnte Gegner anziehen und mit einem Hammer erledigen. Sowas würde mehr Sinn ergeben. Aber deutlich mehr. Ah, verflixt! Nein, ich wollte in die Röhre rein. Zu testen. Verdammt, jetzt stehe ich total offen und kann einen nicht mehr treffen. Mann! Ich das hasse! Wenn es mir nicht vor die Wahl stellt, oh, bist du sicher? Nein, wenn ich sobald ich drücke, gehe ich in den, geh ich, diese Richtung und kann es nicht mehr zurücknehmen. Nicht so wie bei Fire Emblem, wo ich es vielleicht noch zurücknehmen könnte. Aber nö, geht ja nicht. Pff. Das steht, das bleibt, das steht fest. What the fuck? Den Schritt, den ich jetzt gemacht habe, der ist jetzt endgültig scheiße. Jetzt stehe ich vollkommen offen für Angriffe. Gut, dann mache ich erstmal den hier fertig. Einer weniger. Oh nein, er kommt zu mir! Scheiße. Er hat die Röhren genutzt. Ja, na toll! Oh, sogar Vampirschaden. Ja, toll, jetzt kriegen sie mich. So ein Scheiß aber auch. Ja, toll. Werde ich jetzt hier erledigt? Durch die vielen Überschau an Gegnern? Oder was? Oh man. Oh Gott, jetzt kommen noch mehr von denen. Alter, das hat mich voll kalt erwischt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die mich so eiskalt erwischen müssen. Die Gegner. Die nutzen einfach die Röhren und erreichen mich dadurch. Ist klar, seems legit. Mario blieb so gut wie unversehrt. Ja, so gut wie halt. Shit, ich kann immer noch nicht an. Die Gegner anziehen. Und dadurch mehr jetzt treffen, verdammt. Ich versuch's trotzdem jetzt mal mit Vampir, mit etwas Glück. Yes. Dann bekomme ich jetzt einen Haufen KP zurück, die ich verloren habe. Aber jetzt komm, jetzt sind die Gegner hier. Was soll ich da nur machen? Wenn die zu mir hochkommen, war's das. Jetzt kann ich dann in der nächsten Runde den Hammer auch nicht benutzen. Shit. Ich bin blöd, Kavum-Raserei, um den zu schaden. Ach, was soll's. Ja, den sollte ich auf jeden Fall in Raserei hinzufügen. Dass dann wenigstens ein blödes Schild weg ist. Da kommt er wieder. Zu nahe dran. Wehe, wenn der jetzt Yoshi erledigt. Ne, wisst ihr, Leute, ich glaube, da habe ich ein bisschen verkackt wieder. Ja, bei so einer Übermacht an Gegnern, da ist es wirklich schwer. Da ist es brutalst schwer, so richtig vorgehen zu können. Vor allem der eine Fehler hat es mich, durch den einen Fehler hat es mich erst richtig kalt erwischt. Ich glaube, ich muss noch mal von vorne anfangen, weil ich habe das irgendwie nicht richtig hier hinbekommen. Ach, bei solchen Prüfungen echt unglaublich. Aber es ist halt ultra schwer, ne? Muss man halt. Ist halt nun mal so, verflixt und zugenäht noch mal.
Thank you.
Go! Let's go.
Wasser.
Puh. Boah. Das war noch nicht mal die letzte Ultra-Herausforderung. Alter Schwede, das war heftig. Aber geschafft ist geschafft. Wir haben alle Spezialherausforderungen von Welt 3 jetzt auch durch. Gut, dann geht's jetzt weiter mit den Herausforderungen. Spezial, also mit dem geheimen Kapitel von Welt 4 und auch den Spezialherausforderungen.